Die Freie Wähler Landtagsfraktion hat zum parlamentarischen Abend Berufliche Bildung, der Premium-Weg in die Zukunft, eingeladen. Und gekommen waren rund 150 Gäste in den steinernen Saal des Maximilianiums. Die Begrüßung der Besucher übernahm Günter Felbinger, bildungspolitischer Fraktionssprecher. Gleich zu Beginn stellte er fest, dass die Zahl der Studienanfänger von Jahr zu Jahr steige. Im Gegenzug fehlen allerdings immer mehr qualifizierte Jugendliche für eine Berufsausbildung. In den vergangenen Jahren, im letzten Jahrzehnt, hat eine, möchte ich sagen, Akademisierungseuphorie stattgefunden in Bayern. Und man hat suggeriert, dass allein der Königsweg-Gymnasium der Weg, der alle glückselig macht, ist. Aber dem ist bei weitem nicht so. Ich denke, die berufliche Bildung wird in den nächsten Jahren an erheblicher Bedeutung gewinnen. Und der Premiumweg berufliche Bildung wird deswegen auch zu neuem Leben erwachen. Die Freien Wähler wollen daher zukunftsfeste Strukturen für die berufliche Bildung entwickeln, denn diese bietet viele Vorteile. So können die Absolventen etwa zahlreiche Möglichkeiten der Weiterbildung nutzen. Die Weiterbildungsmöglichkeiten generell sind so vielfältig, genauso vielfältig wie unsere Berufswelt. Wir haben allein 140 Berufe im Handwerksbereich und dann kommen noch mal mehr als doppelt so viel im gewerblichen Berufen dazu. Also, und für jeden dieser Berufe gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Das ist ein gigantisches Feld. Ohne Zweifel, die berufliche Bildung bietet im Freistaat ein breites Spektrum an Ausbildungswegen. Allerdings gibt es auch einige Herausforderungen zu bewältigen. Das fängt damit an, dass natürlich die Politik gefordert ist, einerseits die Fachlichkeit der Ausbildung aufrechtzuerhalten, aber andererseits natürlich auch eine einigermaßen wohnortnahe Beschulung zu ermöglichen. Und wir haben ja heute bei diesem Vortrag vom Herrn Denneborg sehr schön dargestellt bekommen, wie die Probleme in den Regionen in den nächsten Jahren zunehmen. Die Schülerzahlen an Berufsschulen werden in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen. Eine Berufsausbildung zum Meister müsse daher den gleichen Stellenwert erhalten wie eine Hochschulausbildung. Nur so könne dem Fachkräftemangel in Handwerksberufen entgegengewirkt werden. Dass nun von der bayerischen Staatsregierung ein Meisterbonus geschaffen werde, sieht Reichert positiv. Ja, der Meisterbonus ist aus meiner Sicht überfällig. Wenn wir über die Abschaffung der Studienbeiträge reden, dann müssen wir auch über die Stärkung der beruflichen Bildung reden. Und dazu gehört dieser Meisterbonus dazu. Wir hätten uns gewünscht, dass er auch sozusagen die Möglichkeit eröffnet, frühzeitig eine Meisterausbildung in Betracht zu ziehen. Der Meisterbonus, so wie er jetzt ausgestaltet ist, kommt erst mit der Prüfung. Das ist uns etwas spät. Wir hätten uns erhofft, dass es zur Attraktivität der Ausbildung beiträgt. Zunächst einmal muss halt einer erst die Ausbildung machen und dann die Prüfung bestehen und dann kriegt er den Bonus. Das ist etwas spät. Aber besser spät als nie. Mit dem Meisterbonus sei ein Anfang gemacht. Es bedürfe im Freistaat wieder eines echten Gründergeists, fordert Reichert abschließend.